spit venom. Go get it, bang to the pain come. Don't sweat it. Was wichtig ist jetzt nicht unbedingt bei der Höhe, ist, dass das Kissen auch richtig aufgebaut ist jetzt halt. Um da Routine reinzukriegen, machen wir natürlich auch bei der Höhe, dass das Kissen voll da ist und dann gibt es den Sprung halt. Beim Highfall ist auf jeden Fall auf seinen eigenen Körper angewiesen. Da kommt es halt auf Timing und Körperfeeling an. Okay, dann Achtung. 3, 2, 1 und bitte. Der Face-Off ist mein Lieblingssprung. Da kann man am längsten fliegen und am längsten genießen. Face-Off ist ein Sprung, wo man praktisch mit dem Gesicht nach unten fliegt und dann nach unten fällt halt. Und im letzten Moment halt die Drehung einleitet, um auf den Rücken zu kommen. Eine absolut coole Sau. Du bist klar, Theresa? Ja. Okay, dann Achtung. 3, 2, 1 und bitte. Wow, der war schön sauber, Theresa. Da ist es einfach wichtig, dass man mal kurz zusammengeht, also dass man die Beine zum Bauch zieht halt und kurz vom Tuch sich komplett streckt, ins Hohlkreuz geht. Und dadurch, dass man sich schnell strecken tut, kommt man halt ganz sauber in das Kissen rein. Das ist schon ein cooles Gefühl. Den Layout und den Face-Off springe ich sehr gerne und den Head-Over nicht so gerne. Okay, Nick. Head over. Ich zähl dir an, ja? Ja. Willst du vom Schritt her oder willst du vom Stehen? Du kannst machen, wie du möchtest. Hauptsache, sieht sauber aus. Mach einen Schritt raus. Ja? Okay. Du bist klar. Okay, dann Achtung. 3, 2, 1 und bitte. Ja, auch schon sauber. Sieht manchmal ein bisschen erschreckend aus, wenn man jetzt, sage ich mal, Kopf über und wirklich so, als ob man eigentlich mit dem Kopf im Kissen landen würde halt und erst im letzten Moment eindreht. Für jemanden, der das nicht kennt irgendwie, der erschreckt sich dann schon halt.